Euer Gott wurde von seinen Feinden gekreuzigt, Alter. Nochmal für euch zurückgebliebene Baumschüler mit Lesebehinderung. Euer allmächtiger Gott wurde von seinen Feinden gekreuzigt. Jemand hat geschrieben, sind Christen behindert oder so? Digga, ihr betet jemand an, der gekreuzigt wurde. Seid ihr behindert oder so? Euer Gott wurde von seinen Feinden gekreuzigt, Alter. Nochmal für euch zurückgebliebene Baumschüler mit Lesebehinderung. Euer allmächtiger Gott wurde von seinen Feinden gekreuzigt. Lach, 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 lach. Und fertig gemacht. Und den bittet ihr um Hilfe. Hä? Also, liebe, das ist eine Dame, die das an der Stelle geschrieben hat, wenn ich es richtig weiß. Lies dir mal hier Jesaja 53 ganz durch. Da wird deine Frage beantwortet. Ich lese einfach mal nur das, damit deine Frage beantwortet wird. Wie können wir einen, der gekreuzigt wurde, um Hilfe bitten? Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Also ungefähr das, was du schreibst. Jedoch, unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, gekreuzigt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünde willen. Ja, wir bitten ihm um Hilfe, weil er hilft. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, er aber beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm vor seinen Scheren ist, und er tat seinen Mund nicht auf. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Also jener, hier steht, dass jemand, der gestorben ist, der geschlachtet wurde, der getötet wurde, dass der seine Tage verlängert. Auferstehung. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Und der Mühsal seiner Seele willen wird er Licht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Das ist das. Hier wird von einem geredet. Sag mir mal, wer ist das? Richtig. Klar, oder? Aber weißt du, dass das 750 Jahre vor Jesus Christus niedergeschrieben wurde vom Propheten Jesaja? Lange, lange vor Jesus wird gesagt, wie Jesus sterben wird, dass Jesus sterben wird, für wen Jesus sterben wird, warum Jesus sterben wird, für meine Sünde. Ja, ihn muss ich anrufen, genau um Hilfe. Und Psalm 22 auch noch, wo David tausend Jahre vor Jesus sagt, was passiert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So geht dieser Psalm los. Wer weiß, das sind die Worte, die Jesus am Kreuz gebetet hat. Jeder Jude, der die Schriften einigermaßen kannte, da ging automatisch die Lampe an, Psalm 22. Und bei wem die Lampe anging, dem muss eigentlich der Mund runtergeklappt, das Kinn runtergeklappt sein. Guck mal, was da noch steht. Ich aber bin ein Wurm. Das Wort hier zeigt einmal, wie erniedrigt und wie, ja, Jesus war. Aber gleichzeitig ist das Wort Wurm hier ein ich glaube, wie heißt es? Karmesinwurm, eine Karmesinmade oder wie auch immer. Zum einen sind die da, um rote Farbe zu machen. Die rote Farbe, die in der Bibel, genau dieser Farbstoff wurde in der Bibel genommen, um Sündopfer darzustellen, um Sündenvergebung darzustellen, in der Stiftshütte auch. Und dieser Wurm hatte eine Eigenart, der hat sich nämlich ans Holz geheftet. Der hat sich quasi selber festgeklebt am Holz. Wie gut passt das auf Jesus? Verachtet, niedrig, Sündenvergebung, haftet am Holz. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Ja, so war's. Lies mal die Evangelien, wie es unterm Kreuz abging. Und wie sie gespottet haben, der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Das sind die Worte, die Leute unterm Kreuz gesagt haben, gegen Jesus. Und was sagt Jesus, wie geht's ihm?
hier, wie gesagt, 1000 Jahre bevor er überhaupt gelebt hat, ne? All meine Gebeine haben sich zertrennt. Wenn du am Kreuz hängst, weißt du, was da mit deinen Gebeinen, mit deinen Knochen, Gebeine ist ein altes Wort für Knochen, was mit den Knochen passiert? Die rutschen aus den Gelenken raus. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Ich habe jetzt nur ein paar Sachen hier rausgestrichen. Man könnte zu jedem was sagen, aber ich habe nur mal ganz offensichtliche Sachen mal hier angestrichen. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Jesus wurde ja vorher stark ausgepeitscht. Und dabei hat er sehr viel Blut verloren. Und wenn man sehr viel Blut verliert, da versucht der Körper neues Blut zu produzieren und dann bekommt man einen wahnsinnigen Durst. Und in den Staub des Todes legst du mich. Also der stirbt hier auch. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, ein Loch reingemacht. Und Hände und Füße, das müssen 1000 Jahre lang, bis zu Jesus, die Leute sich gekratzt haben am Kopf und gesagt haben, was soll das heißen? Für uns, die wir wissen, wie Jesus gestorben ist, ist es total klar. Sie haben von Jesus Hände und Füße durchgraben. Und sie teilten meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Das ist das, was die Soldaten gemacht haben. Die haben ein Kleidungsstück zerrissen, haben es zerteilt unter sich und das Obergewand, das war ein hochqualitatives und da haben sie gesagt, okay, das zerreißen wir nicht, wir losen drum. Exakt das, was passiert ist, wird hier in dem Psalm, den Jesus selbst zitiert, am Kreuz. Da geht es also nicht darum, dass er denkt, ja, Gott hat mich jetzt verlassen. Da geht es darum, hey, das hier, das passiert jetzt gerade. Das ist das, was Jesus sagt. Das passiert jetzt gerade mit mir. Zu viel dazu, zum Thema, ob jetzt Christen behindert sind oder irgendwie ein Problem haben, wenn sie an Jesus glauben und von Jesus Hilfe wollen. Nein, wir haben nur die Heiligen Schriften verstanden. Ach so, Kanal Psalm 22,1. Beweis. Ja, das war gerade mein Weiß. Ich habe es gezeigt. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Und übrigens, das Buch, was ich vorhin eingeblendet habe, da kannst du auch nochmal über Sitting at the Feet of Rabbi Jesus, heißt, glaube ich. Das kannst du dir anhören, kannst da nochmal die jüdischen Hintergründe, wie ein Rabbi gedacht hat, es ist typisch rabbinisch, typisch jüdisch allgemein eigentlich, einen Vers zu sagen und darauf zu vertrauen, dass bei den anderen, die ja die Schriften in aller Regel gut kannten, dass sofort der Kontext kommt. Wenn Jesus das gesagt hat, ging es nicht darum, dass er diesen Satz gesagt hat und fertig, sondern dann ging bei den Leuten Kopfkino an. Da kannst du dich mit jedem, der sich auskennt, unterhalten, darfst auch gern das Buch lesen, lohnt sich. So viel dazu.